Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Asuaria, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop nach indischen Astrologie. Das Bild, was du hier siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop. Es wird hier bildhaft dein Geburtshoroskop dargestellt. In Teil 2 habe ich das alles erklärt. Dieses Bild bleibt. Hier ändert sich gar nichts. Ein Geburtshoroskop bedeutet, wie die Sternenhimmel war über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Und dieses Bild wie eine Momentaufnahme, das ist auch einzigartig wie ein Fingerabdruck, dieses Bild bleibt. Was aber nicht bleibt, das ist dein Leben, weil du machst deine Lebensschritte und erlebst die 7-Jahre-Periode. Alle 7 Jahre ändert sich etwas im Leben. Wir bewegen uns in einen anderen Boden, haben wir andere Eindrücke oder anderen Themen, was uns beschäftigt. Zurzeit befindest du dich in Löwe-Periode. Das hat gerade begonnen. Das wird dich in den kommenden 7 Jahren begleitet. Und das ist deine Selbstfindung, deine Selbstdarstellung, deine Kreativität. All das, was du vermitteln möchtest, das bringst jetzt im Glanz. Kommt eine gewisse Luxus, Lebensfreude. Und die Löwe hat auch einen Bezug zum Herz. Also du sollst auch in diesen Jahren auch an dein Herz hören und dein Herz betrachten wie eine Schatztruhe. Und wenn du das öffnest, ist alles drin, was du liebst. Hobby, Berufung, Kinder, Natur, Reisen, Freundschaften, Kunst, Kreativität oder Sport, Liebe, Partnerschaft. Jeder Mensch liebt was anderes und das, was man liebt, ist im Herzen geschrieben. Und das wird in dieser Löwenperiode sehr wichtig sein, weil Löwe hat einen Bezug zum Herz. Und natürlich auch das Selbstbewusstsein, die Selbstdarstellung, dieser Glanz. Nicht nur du veränderst dich und bewegst dich im Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch und lösen etwas aus im Horoskop. Du kannst auch mein Tageshoroskopen anschauen. Das erscheint täglich und dann erkläre ich jeden Tag, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, welche Verbindungen sie haben und das kannst dann übertragen auf dein Geburtshoroskop. Wenn zum Beispiel ein Planet oder Sonne, Mond in Tierkreiszeichen Steinbock kommt, dann kannst du sicher sein, dass in deinem persönlichen Umfeld ändert sich was oder in deinem Aussehen ändert sich was und um die Finanzen. Und so ist mit allen Lebensbereichen. Die schnelleren Planeten haben keine schicksalhafte Wirkung oder es ist nicht typisch, das lösen eher die langsameren Planeten aus. Und dazu gehören Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Jupiter kann auch einiges bewegen. Ich beginne mit dem letzten Planet, auch der langsamste Planet in unserem Sonnensystem, Pluto. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Und das hat einen Einfluss auf dich persönlich. Und das ist diese innere Kraft. Alles loslassen, alles trennen, kündigen, all das, das deine Zeit, deine Energie und deine Kraft raubt. Und so kannst du dich behaupten. Dann hast du Macht über dein Leben, Macht über dein Selbst. Pluto regiert auch die Sexualität
Und das könnte auch bedeuten, dass du gerade diese erotische Ausstrahlung hast oder diese Anziehungskraft. Die vorletzte Planet in unserem Sonnensystem ist Neptun. Und Neptun befindet sich ganzes Jahr in Wassermann. Neptun lässt deine Träume leben, aber neigt auch dazu, dass jemand dir etwas erzählt, verpackt so traumhaft schön, aber sei vorsichtig, es entspricht nicht immer die Wahrheit. Und das erlebst hier mit Wassermann-Energie in den zweiten Lebensbereich, was auch auf deine Finanzen auch eine Auswirkung haben kann, oder in Kontakte mit deinen Geschwistern, Verwandten, Bekannten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder. Hier ändert sich einiges bei dir. Deine Wohnsituation, aber auch mit deinen Kindern oder deinem inneren Kind. Bedeutet auch deine Kreativität, diese schöpferische Energie. Uranus bleibt nach indischen Berechnungen ganzes Jahr im Widder, Neptun bleibt ganzes Jahr im Wassermann, Pluto bleibt ganzes Jahr im Schütze und Saturn bleibt auch ganzes Jahr im Schütze. Und das hat wieder eine Auswirkung auf deine Persönlichkeit. Saturn belehrt dich gerade. Und das bedeutet auch, Ernsthaftigkeit, ernst genommen zu werden, Respekt zu verlangen, etwas in Form zu bringen. Ich kann Saturn vielleicht so besser erklären, wenn ich beschreibe, was Saturn astromedizinisch bedeutet. Astromedizinisch herrscht Saturn über unserem Knochensystem, unserem Skelett, auch unserem Zähne und unserem Haut. Und unserem Knochensystem gibt uns Halt. Unserem Haut schützt uns von Einflüssen von außen und grenzt ab, bringt unserem Körper in Form. Die Zähne sind auch wichtig und das symbolisiert auch Durchbeißen im Leben. Und das sind die Themen, was du gerade brauchst. Halt im Leben, bisschen Abgrenzung, dich zum Schützen und dich durchbeißen im Leben. Jupiter befindet sich in Skorpion. Hier im 12. Lebensbereich und da sollst du in die Tiefe schauen und mit deinen Größen bewusst sein und deine Weisheit in dir zum Entdecken, das Leben, das lebendig zu machen. Und hier hast du auch karmische Themen und auch erkennen die geheime Feinde. Weil Jupiter öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Mars bringt vieles in Bewegung. Das ist die Kraft, aber bedeutet auch eine männliche Person, wo deine Kraft einsetzt. Das ist hier im 3. Lebensbereich, entweder Schulungen anbieten oder eine Schulungen, Seminaren teilnehmen, Kontakte mit Verwandten oder Nachbarn, kann auch bedeuten, dass hier in diesem Bereich begegnest du mit einer männlichen Person, aber du setzt deine Kraft in häuslichen Bereichen auch ein, kann auch bedeuten, dass du fühlst dich kraftlos und brauchst eine gewisse Ruhe, zu Hause zu sein, Ausruhe. Venus aktiviert etwas in die Liebe, kann auch bedeuten Begegnungen mit einer weiblichen Person. Venus ist auch in Fischen.
Nein, eben die Waage. Sorry, ich habe das mit Mars jetzt verwechselt. Venus ist im Waage hier oben. Genau, Waage. Und das würde bedeuten, dass du Kontakte hast mit Freundinnen oder hast du Verbindung zu einer Gruppe und das ist Themen Kreativität, Kunstkreativität. Merkur ist im Schütze und Sonne ist auch im Schütze. Und das bedeutet, die Lebensenergie fließt hier, Merkur, Kontakte, Verbindungen, Handlungen, Kommunikation. Merkur ist für Kommunikation, dass du gerade viel Gespräche, viele Kontakte hast. Mond werde ich jetzt nicht erwähnen, sonst würde diese Aufnahme sehr lang sein. Das kannst du im Tageshoroskopen anschauen. Was ich aber erwähne, Vollmond, Neumond und Halbmond. Neumond ist wichtig, dass wir zurückziehen, nachdenklich sind über diese Themen, wo gerade dieser Neumond befindet. Und da brauchen wir eine Neumondposition, ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit und Zeit, auch Klarheit zu bekommen, wie soll das weitergehen. Und wie ich schon sagte, das ist immer die Themen, welche Tierkreiszeichen dieser Neumond ist und welchen Lebensbereiche dieser Neumond ist. Vollmond bedeutet Licht, Klarheit, die Energie geht in die Richtung und da kommt die Wahrheit ins Licht. Oder wir brauchen in diesem Lebensbereich mehr Klarheit, mehr Orientierung. Wieder ist es so, dass die Thema entspricht die Tierkreiszeichen, wo dieser Vollmond stattfindet oder die Lebensbereiche, wo diese Tierkreiszeichen befindet. Wenn zum Beispiel im Steinbock ist, dann aktiviert bei dir erster und zweiten Lebensbereich. Und gleichzeitig die Steinbock-Themen spricht auch an. Halbmond ist immer Spannung, Nervosität, innere Unruhe, Unsicherheit. Kann auch bedeuten, dass du in Ruhe bist, aber du erlebst in deiner Umgebung, dass alles so hektisch läuft. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge, gleichzeitig eine totale Mondfinsternis. Dann kommen viele Themen wie aus einer Grube von Vergangenheit, die Schattenseite, erkennen wir uns. Das wird widerspiegelt, kommen auch karmische Themen. Ein Mondfinsternis befindet sich immer in einem karmischen Knoten. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Februar befindet sich Venus in Schütze und das kann bedeuten, dass du als Frau wahrgenommen bist. Oder bedeutet, du verschönerst etwas, neue Frisur oder andere Kleider, achtest auf dein Äußeren. Kann auch bedeuten, dass mit einer weiblichen Person eine intensivere Kontakt hast, dass jemand meldet sich und hat einen Einfluss auf dein persönliches Leben und habt ihr wieder Kontakt. Sonne und Merkur befindet sich im Steinbock und aktiviert auch den zweiten Lebensbereich. Und das handelt sich um deine Werte, aber auch um deine Finanzen. Bei Merkur-Energie kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst und kaufst ein schönes Buch. Kann auch bedeuten. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. Rahu und Ketu ist auch wichtig. Ketu, die alte Karma,
diese karmischen Knoten befindet sich bis Ende März 2019 im Steinbock. Und Rahu, dieser karmische Weg, die Suche nach etwas, die Suche unserer Aufgabe oder die Suche des Platz des Lebens, Rahu befindet sich bis Ende März im Krebs, aktiviert dieser Lebensbereich 8. und 7. Lebensbereich und dann ab April ändert sich das. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. Ich glaube, die Mondphasen habe ich schon gesagt. Genau, das habe ich schon gesagt. Also übergehen wir auf März. Mars ist in Tierkreiszeichen Widder. Hier brauchst du Kraft, dein Zuhause oder Bereich 5. Lebensbereich, aber kann auch bedeuten, einer männlichen Person hast du hier Begegnung. Rahu und Ketu bleibt Krebs und Steinbock. Venus befindet sich im Steinbock und Sonne befindet sich im Wassermann. Venus im Steinbock, Sonne im Wassermann und Merkur ist im Fischen. Venus aktiviert dein zweiter Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass du Geld gewinnst. Venus bringt auch Glück. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Sachen. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person gibt dir Geld oder du sollst dieser Frau Geld geben. Die Lebensenergie fließt im Wassermann, aktiviert 2. und 3. Lebensbereich. Das heißt, in dem Monat ist das für dich sehr wichtig. Das sind Monatsthemen, 2. und 3. Lebensbereich und Merkur, wo um Kontakte geht und Gesprächen geht, aber auch Termine oder Verträge. Merkur aktiviert 3. und 4. Lebensbereich. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas wird gebremst oder bedeutet Vergangenheit. Kann auch natürlich auslösen, alten Themen kommen wieder im Gespräch oder eine Person meldet sich von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond im Skorpion. April. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Ketu, was die alten karmischen Themen aktiviert, Ketu übergeht im Schütze und da hast du etwas Persönliches. Das heißt, da kommen viele karmische Erinnerungen, karmische Themen, Begegnungen. Und Ketu bleibt dann ganzes Jahr im Schütze. Rahu, die Suche nach etwas Neues oder das in Ordnung zu bringen, die Seele zeigt, das ist deine Richtung. Rahu befindet sich in Zwillinge und aktiviert die Partnerschaft Haus und Rahu bleibt ganzes Jahr dann in Zwillinge. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Da brauchst du die Kraft, da musst du dich einsetzen. Die Bereich Kinder und deine Arbeit kann auch bedeuten, dass hier eine Begegnung hast mit einer männlichen Person.
Sonne befindet sich in Fischen, das ist die Monatsthema. Die Tierkreise zeichnen Fischen und erlebst du Veränderungen im dritten und vierten Lebensbereich im Monat April. Venus befindet sich im Wassermann und Merkur ist auch im Wassermann. Merkur war rückläufig, kehrte wieder zurück im Wassermann. Und hier hast du Gespräche mit einer weiblichen Person oder hast du viele, viele Themen, wo zum Beispiel um Verhandlungen geht oder Terminen auszumachen, Verträgen, das kann mit Finanzen was zu tun haben, oder Geld, gibst du Geld aus für Lernen oder Bücher, oder bei Venus Energie handelt es sich um schöne Dinge, ein anderes Kleid oder eine Schuhe oder Handtasche, oder gehst zum Friseur. Also solche Geldausgabe ist möglich, wenn Venus einen Einfluss auf den zweiten Lebensbereich hat. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond im Zwillinge, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Noch zurück zum April, genau zurück noch zum April. April war Jupiter schon im Schütze, aber dann wird rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion und das ist Mai. Mai kehrt Jupiter mit dieser Rückläufigkeit zurück zum Skorpion. Venus und Merkur befinden sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier hast du Gespräche, das kann mit einer weiblichen Person sein. Und Sonne, deine Lebensenergie, ist im Widder. Da hast du Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen. Wirkt die Sonnenenergie auf deine Wohnsituation und wirkt auch auf den fünften Lebensbereich. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni. Venus ist im Widder und das kann bedeuten, dass du etwas verschönerst zu Hause oder kommt eine weibliche Person als Besuch zu dir und du hast schöne Zeit mit deinen Kindern. Sonne und Merkur ist im Stier und Mars ist im Zwillinge. Sonne zeigt die Monatsthemen, das sind die Kinder und Arbeit. Bei Merkur-Energie hast du Gespräche, Nachrichten, Termine und Mars in Zwillingen aktiviert die Partnerschaftsbereich. Das kann auch eine männliche Person sein, wo du intensivere Kontakt hast. Also Thema Liebe, Partnerschaft wird wichtig sein. Und Juni passiert etwas ganz Besonderes im Schütze. Ketu, diese alte Karma, diese alte karmischen Knoten und eine rückläufige Pluto und ein rückläufiger Saturn bilden sich eine Konjunktion, das heißt, sie treffen sich und wirken gemeinsam.
Und die Rückläufigkeit von Pluto, die Rückläufigkeit von Saturn löst karmischen Themen aus und Ketu sowieso. Und das erlebst du hier im Schütze. Die wirken gemeinsam, also das ist eine ganz starke Energie, was hier bei dir was auslöst. Und gleichzeitig die Mars hier in den Zwillinge, und das hat mit Liebe, Partnerschaft was zu tun. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli. Sonne Venus ist im Zwillingen. Das ist die Monatsthema Partnerschaft und Arbeit. Mit Venus Energie ist wichtig die Liebe. Und Merkur und Mars ist im Krebs. Und das hat auch einen Einfluss auf die Liebe Partnerschaft. Gespräche, Nachrichten, einer männlichen Person, also das wird für dich sehr, sehr wichtig sein. Liebe, Partnerschaft, aber auch Arbeit. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Mondfinsternis. Vollmond im Schütze. Hier wird ein Mondfinsternis sein und das ist immer karmischen Themen oder Themen, was im Schattenseite ist, was wir gerne verdrängen. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August. Merkur ist in Zwillingen, da kannst du mit einer Nachricht rechnen. Mars, Venus, Sonne, alle drei ist im Krebs. Mars und Venus hat mit Liebe, Partnerschaft was zu tun. Und Sonne zeigt auch, wie wichtig das ist, hier Thema Partnerschaft, aber auch die Transformation. 12. August wird Jupiter direktläufig, also ändert sich die Richtung. Und Jupiter hat mit Gerechtigkeit was zu tun. Wenn du in einer rechtlichen Lage bist, dann war bis jetzt etwas gebremst und dann ändert sich die Richtung. 12. August wird Uranus rückläufig und das bedeutet, wenn das Veränderungen kommen, dann kommen immer Verzögerungen bei dieser Rückläufigkeit. 1. August ist Neumond im Krebs, 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist das Herz der Löwen, ein königlicher Stern. Das sollen wir in diesem Tag, an diesem 30. August, in diesem Neumond, wirklich zurückziehen, nachdenklich sein. Was sagt unserem Herz? Was ist unserem Herzensangelegenheit? Um unserem Herz kümmern. September. September ist Mars, Venus, Sonne, Merkur, alles ist im Löwe. Die ganze Energie fließt
im neunten Lebensbereich. Und das hat mit Ausland was zu tun. Das kann auch bedeuten, dass du auf die Reise gehst oder machst eine Schulung. Das kann auch eine innere Reise sein. September passiert etwas Wichtiges. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Passieren auch schicksalhafte Ereignisse oder schicksalhafte Entscheidungen. Und Saturn ist im Schütze. Das hat mit deiner Persönlichkeit, mit deiner persönlichen Umgebung viel was zu tun. Und Saturn war rückläufig. Das kann auch bedeuten, das war karmische Themen oder Vergangenheit. Kann aber auch etwas auslösen, dass alles so langsam vorangeht. Um 19. September ändert Saturn die Richtung und wird direktläufig. Und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, aber auch dein eigenes Schicksal auch. Und ändert sich dann ab 19. die Richtung und geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Das ist dein Monatsthema. Die Berufung, aber auch Ansehen, Anerkennung bei Mars, Venus kann die Liebe sein im Arbeitsplatz. Muss nicht, aber kann sowas auch auslösen. Ansonsten ist es für dich sehr wichtig, dass du da dich einsetzt. Eine weibliche Person kann die Unterstützung geben. Sonne zeigt, wie wichtig dieser Monat, das ist dein Monatsthema. Aber bedeutet auch hier die Krone des Horoskopes, dass du Anerkennung brauchst, auch in die liebe Partnerschaft. Also Respekt möchtest du verlangen oder sollst verlangen. Merkur befindet sich im Waage. Und das kann bedeuten, dass du Gespräche hast im Freundeskreis oder dass du einen Vertrag unterschreibst in einen Verein. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond im Fische, 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars ist im Jungfrau. Also bleibt im Jungfrau. Und das heißt, du setzt dich ein beruflich oder du musst dich wirklich behaupten. Kann auch bedeuten, dass du bekommst Komplimente, Anerkennung von einer männlichen Person. Merkur, Venus ist in Skorpion. Und hier handelt es sich um Geheimnisse. Und das bedeutet entweder, du sollst deine Geheimnisse bewahren, kann auch bedeuten, dass jemand ihre oder seine Geheimnisse erzählt, kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und das ist ein Venus, also eine weibliche Person. Und Merkur heißt reden, also redet über dich hinter deinen Rücken. Kann auch sowas auslösen. Sonne ist im Waage und zeigt die Monatsthemen. 1. November bis 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur direktläufig. 28.11. wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock, 12. November ist Vollmond im Widder, 19. November ist Halbmond im Krebs,
26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Mars, Merkur ist im Waage. Und das hat mit Freundeskreis, Bekanntenkreis was zu tun. Merkur, Mars und Merkur. So, Mars und Merkur hier im Waage. Aber kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer männlichen Person im Freundeskreis oder in einem Verein. Kann auch auslösen, dass du dich anmeldest in einen Sportverein. Mars hat auch mit Muskulatur, mit Sport auch etwas zu tun und unterschreibst du einen Vertrag oder du sprichst mit einer männlichen Person. Sonne ist in Skorpion, die Wahrheit kommt ins Licht, gerade hier im Verborgenen. Die Sonne gibt die Klarheit und du siehst etwas. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und Jupiter ist auch im Schütze. Und das bedeutet, du wirst die Wahrheit erfahren über einen bestimmten Themen. Kann auch bedeuten, dass du deine Energie brauchst und zurückziehst und bewahrst du diese Ruhe und bist du zurückhaltend. Jupiter, Venus, Saturn, Pluto, alles ist im Schütze und das trifft dich persönlich. Deine Weiblichkeit wird wahrgenommen. Kann auch bedeuten, weil das Aszendent zeigt auch dein Aussehen, dass etwas ändert sich in dein Aussehen. Jupiter bringt dir mehr Chancen, mehr Möglichkeiten in dein Leben, aber Jupiter vermehrt etwas. Also ist auch möglich, dass in diesem Zeitpunkt etwas zunimmst. Und jetzt noch die Mondbewegung. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Azuaria, das war dieses Jahreshoroskop 2019. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.